versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. In den Rücken der Abwehr gespielt. Unglaublich, dass daraus nichts geworden ist. Richtig Schwein gehabt. Versucht, die Gasse zu finden. Der ist schön durchgekommen. Den hat er ganz genau geschnuppert. Keines der beiden Teams übernimmt bislang die Initiative. Raphael. Ab in die Spitze. Van Ginkel. Bedivo. Durch die Abwehr. Ob er nach innen zieht. Und die Flanke. Benzema. Capoe spielt den Ball in den Gefahrenbereich hinein. Er steckt ihn durch. Wendt. Der kommt richtig lang. Remy. Jetzt aber. Das ist das Tor des Jahres. Ich verspreche es euch. Die Frage, die sich mir stellt, wie konnte er da eigentlich so frei stehen? Darüber wird zu reden sein. Ich kann mir vorstellen, der Trainer wird wahnsinnig. Da arbeitest du die ganze Woche natürlich auch an deiner Defensive. Und dann steht der Gegenspieler so frei vor dem Kasten. Das erste Tor ist gefallen. Es steht 1:0. Das ist die Führung. Davon haben sie geträumt. Jetzt heißt es natürlich weiterarbeiten und einen im Moment angenockten Gegner nicht wieder aufbauen. Pass auf den Flügel. Rein in den 16er. Die Flanke war nicht schlecht, aber die Abwehr steht auch ziemlich gut. Sie lassen den Stürmern kaum Platz. So passiert nichts. Fekir versucht, die Gasse zu finden. Ein langer Ball über die Abwehr. Er hat ihn auf dem Fuß. Capoe. Langer Ball in den freien Raum. Der Assistent lässt die Fahne unten. Und raus auf die Seite. Remy. Fantastisch gemacht von Loïc Remy. Was ist denn hier los? Was ist das für ein Fußballspiel? Eine sehr gute Flanke und ein sehr starker Kopfball. Das ist der viel zitierte Kopfball aus dem Lehrbuch. Er bringt sich in Position und dann macht er alles, aber wirklich alles richtig mit viel Gefühl in der Stirn. Und es ist passiert. Fantastisch. Also wenn die nicht aufpassen, gibt das hier einen richtigen Streifen. Ein fantastischer Abschluss mit einem herrlichen Volleyschuss. Grandioser Abschluss. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir diesen Treffer in diesem Jahr noch in vielen, vielen Rückblicken sehen werden. Neuer Spielstand 3:0. Da sucht er seine Vordermänner. Raphael. Da versucht er, die Abwehr zu überlupfen. Thiago Motta. Von hinten nach vorn geschlagen. Van Ginkel mit dem Pass nach vorn. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Listig gemacht. Jetzt der Abschluss. Wirklich stabil. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Und er zieht ab. Das bringt den Torhüter überhaupt nicht ins Schwitzen. Wie frei, bitteschön, will der denn noch stehen? Unfassbar, unfassbar.
Lacazette versucht, Mitspieler in vorderster Reihe zu finden. Durch die Abwehr. Er treibt den Ball durch. Raphael spielt den Feuerwehrmann. Der Halbzeitpfiff des Schiris bedeutet das Ende der ersten Hälfte. Beginnen wir sie, die zweiten 45 Minuten. Olympique Lyon hat doch noch eine Halbzeit vor sich. Sie müssen den Kopf oben behalten, sie müssen die Schultern breit machen und sie müssen natürlich aufpassen, dass sie jetzt nicht den Konter laufen. Nordweit, ein Welttor. Dieses Spiel ist lange entschieden. Jetzt alles nur noch eine Frage der Höhe. Starke Ecke, dann schraubt er sich in die Luft und der Ball ist drin. Sie haben in dieser Situation, warum auch immer, die Lufthoheit und sie nutzen sie aus. Jetzt gibt's einen richtig schönen Streifen hier. Bedimo, ist das ein langer Ball? Ein langer Ball nach vorne. Langer Ball in den freien Raum. So, alle einmal durchatmen. Das war brenzlig. Absolut keine Chance, diesen Riegel zu knacken. Flanke. Na, wenn sie einfach nicht nachrücken, wenn sie nicht in den Strafraum kommen, dann können sie hier auch nicht das Tor erzwingen. Das sollte ihnen und dem Trainer aber klar sein. Fekir. Raphael. Er versucht, ihn da durchzuspielen. Er ist nicht im Abseits. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Den kann man mal so machen, Karim Benzema. Das ist der Alleingang in seiner allerschönsten Ausprägung. Schöner kann man das nicht machen. Also bestenfalls gibt es dafür ein Fleißkärtchen. Kommt auf der linken Seite gut durch, aber da sind zu wenig Anspielstationen. Und rein damit. Thiago Motta. Versucht die Gasse zu finden. Der Torhüter haut ihn weit raus. Donnarumma. Den jemand bekommt? Olympique Lyon. Jetzt möglicherweise mit dem Wechsel. Zwei Trümpfe haben sie noch im Ärmel. Er versucht, das Mittelfeld direkt zu überbrücken. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Langer Abschlag vom Keeper. Conor Long hat gut aufgepasst.
Klasse Stellungsspiel. Gut geklärt. Thiago Motta. Capoe. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Olympique Lyon hat hier in letzter Sekunde das Schlimmste verhindert. Er hat aber weiße Augen. Olympique Lyon kann gerade noch einmal durchpusten. Capoe. Er steckt ihn durch. Raphael. Fekir. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Benzema hat alles getan, um noch an den Ball ranzukommen. Nur verarbeiten ihn konnte er ihn nicht. Der Torhüter haut ihn weit raus. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Das war einfach schlampig. Sie müssen Da ist es passiert! Weltklasse, ein perfekter Abschluss und die Zuschauer sind außer sich. Der in dieser Partie auf gar keinen Fall untergetaucht ist. Langer Abschlag vom Keeper. Durch die Abwehr. Jetzt vielleicht die Chance. Und er ist immer noch am Ball. Ball vors Tor. Und per Kopf. Lecco Mio, der schlägt ja ein, mein lieber Schwan. Sie liegen mit 3 Treffern vorn. Und das ist es doch wohl schon gewesen, oder etwa nicht? Sie haben den Ball erobert, sie haben blitzschnell umgeschaltet. Genau so musst du einen Konter spielen. Mit 3 sind sie jetzt schon vorn. Und direkt in die Sturmspitze. Er versucht ihn da durchzuspielen. Einfach mal draufhalten. Der ist drin. Olympique Lyon verkürzt auf 2 Tore. Lieber zurück zum Goalie. Der Torhüter haut ihn weit raus. Da treibt er den Ball weit vor. Durch die Abwehr. Pfosten. Er versucht's nochmal. Eiskalt verwandelt. Und jetzt könnte es wirklich noch turbulent werden hinten raus. Er bekommt den Rebound und reagiert klasse. Da sind bei denen die Navigationssysteme komplett ausgefallen und sie haben das sofort erkannt. Sie waren ganz abgezockt, sie haben es ausgenutzt. Und damit Bühne frei für eine hoffentlich furiose Schlussphase. Raus auf den Flügel. Nur noch die Nachspielzeit. Weit nach draußen gespielt. Der Ball kommt in die Mitte. Benzema! Damit ist die Gefahr fürs Erste gebannt. Aus und vorbei. Der Schiedsrichter schaut auf die Uhr und pfeift ab.